Ja, Kuhlmann war ein toller Bauingenieur. Und der hat sich gesagt, naja, ist ja ganz schön, ich habe Resultierende ermittelt, aber was bringt mir eine Resultierende zum Beispiel hier mittendrin, mitten auf der Brücke, nicht ganz die Mitte, glücklicherweise haben wir es durchs entsprechende Seilek-Verfahren ermittelt. Was bringt mir das aber hier in diesen Punkten? Was passiert in diesen Punkten hier? Was machen die Auflager? Und in welche Richtung werden sie belastet, wirklich belastet und in welcher Komponente? Aber erstmal muss ich die Kuhlmann gerade ermitteln. Wenn ich also durch irgendwelche Verfahren, steht egal wie, schon mal eine resultierende und auch ihren Ansatzpunkt in Bezug auf die mich interessierenden Punkte ermittelt habe, in diesem Fall mit dem Seilek-Verfahren, dann mache ich Folgendes, eigentlich ganz leicht. Nehmen wir mal an, mich interessieren die beiden Auflagepunkte und was da passiert. Fangen wir mal an mit Auflagepunkt A, der muss ja eine Gegenkraft bilden. Ne? FB muss auch eine Gegenkraft sein im Punkt B zu den entsprechenden Lasten. Nehmen wir an, die Brücke wiegt gar nichts. Deswegen habe ich die auch entsprechend bloß so lang gezeichnet, dass sie genau diese beiden Kräfte aufheben werden. So, auf zur Resultierenden nochmal. Wenn ich die Resultierende also ermittelt habe und auch den entsprechenden Angriffspunkt, dann mache ich bloß noch eins. Ich zeichne die Wirklinien von FA und FB, solange ich möchte. Und solange nötig, und hier guckt mal, hier gehen sie mir schon aus der Zeichnung raus, deswegen schiebe ich mal ein Stück nach unten. Und da, wo sich zum Beispiel von Punkt A und FA die Wirklinie mit, Achtung, das hier, nicht die grüne, sondern das hier ist noch, ich schiebe nochmal hoch, das ist noch die Wirklinie von FR. Ich hätte sie blau machen sollen hier, schade, na ist egal. Da, wo die sich schneiden, von da. Von diesem Punkt, den kann man benennen, wie man will, nennt man C oder A oder B. Wenn ich A, B, C habe, geht es ganz gut. Von da aus, von diesem Punkt, den ich eben gerade ermittelt habe, zeichne ich eine Gerade durch meinen interessierenden Punkt B. Wenn ich diese Gerade jetzt habe, kann ich mich freuen. Denn die Kuhlmann-Gerade, was sagt die aus? Ich habe mal diesen Punkt B, wo mich Auflagekräfte interessieren, freigestellt und ich werde auch gleich auf Punkt A eingehen. Wir haben das damals so gelernt und zwar. Nochmal freigestellt. Hier kommt meine Kuhlmann-Gerade und die spaltet mir die ganze Geschichte der Kräfte, die hier in diesem Punkt B auftreten, in eine vertikale und horizontale Komponente. Hier ist entsprechend die Vertikale so groß und die Horizontale nicht ganz so groß. Ja, sagt man vielleicht, ja und? Ist doch schön. Die Bedeutung möchte ich mal ganz kurz noch an meinem selbstgeschmierten Beispiel hier zeigen. Ach, Moment. Hier ist nochmal das selbstgeschmierte Beispiel. Und zwar, wir nehmen mal an, die resultierende würde hier ganz nah am Punkt A auftreten. Dann würde doch, da ich ja die Wirkungslinie durch A mit der resultierenden sich schneiden lassen muss, dann wäre doch dieser Schnittpunkt C, hier C, wäre doch wesentlich näher dran an A. Bedeutet aber, dass meine Kuhlmann gerade auch viel flacher verläuft. Was passiert dann im Lager B? Dann sehen meine Kräfte nämlich ganz anders aus. Guckt mal hier, ich habe das nochmal vergrößert hier. Dann ist mein horizontales Verhältnis, meine Horizontalkraft, Kraftkomponente gegenüber der vertikalen Kraftkomponente hier komischerweise viel größer. Schwer einzusehen, denkt man vielleicht, aber vielleicht doch einzusehen. Wenn der hier voll bremst, dann belastet er dieses Lager mehr mit vertikaler Komponente. Und rupft hier an diesem Lager in horizontaler. Ich hoffe, und dann kann man noch weitermachen, aber ich hoffe erstmal, dass ihr dieses Thema Kuhlmann gerade in der Richtung verstanden habt und dass ich das einigermaßen rübergebracht habe. Wow. Also fassen wir es nochmal zusammen. Wirkungslinien einzeichnen. Achso, was ist, wenn die sich hier nicht schneiden können? Ja, dann nehme ich diese Wirkungslinie und lasse sie mit der schneiden. Und dann kann ich das gleiche Verhältnis bringen. Was die Kuhlmann gerade bringt, hoffe ich richtig dargestellt zu haben. Normalfall war ja die resultierende hier und hier irgendwie unten der Schnittpunkt. Aber was ist, wenn die resultierende weiter rüber liegt? Die Kuhlmann-Gerade liegt dann flacher und sagt mir, oh, ich habe eine wesentlich höhere horizontale Komponente oder was auch immer oder hier eine wesentlich höhere vertikale Komponente. Das ist die Bedeutung der ganzen Kuhlmann-Geraden. Also ich finde es cool, Mann. Ihm zu Ehren. Ich hoffe, ihr habt jetzt diese Art der Variante verstanden. Ich habe sie so gelernt, ich habe sie so verstanden. Ich wünsche euch was. Tschüss.